Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Fußpflegesammlung. Ich habe wieder alle Produkte zusammengesammelt. Falls ihr das noch nicht wisst, ich habe eine große Excel-Tabelle, wo ich alle meine Produkte einfüge, auch eben in Kategorien geordnet, wo ich dann daneben eine kleine Tabelle habe mit den einzelnen Kategorien. Von der Überkategorie, sage ich mal, wie zum Beispiel bei Fußpflege, habe ich zum Beispiel Cremes und Peelings und so aufgeführt. Und so habe ich auch immer ganz gut die Zahlen im Blick und ja, habe das relativ schnell dann immer rausgeschrieben. Ich habe jetzt alle Produkte zusammengesammelt und ja, werde jetzt einfach mal starten, die Produkte euch zu zeigen. Wünsche euch viel Spaß beim Video und los geht's. Ich starte mal mit den ganzen Fußcremes, beziehungsweise Fußbutter und Fußschäumen und sowas, wo ich da habe. Und da habe ich zu einer von Balea die Fußbutter mit Kupa-Su-Butter und nativem Kokosöl. Intensive Pflege, die habe ich jetzt tatsächlich erst ein, zweimal benutzt. Hier sind drin 150 Milliliter. Das ist ein Tiegel, was heißt, es ist momentan relativ schwierig für mich, das Produkt aufzubekommen. Deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Falls ihr die letzten Videos geschaut habt, wisst ihr, dass ich ja, mir mein Handgelenk gebrochen habe und so Tiegel gerade sehr, sehr schlecht aufbekomme. Aber da, wo ich sie benutze, mochte ich sie ganz gerne. Es ist so ein bisschen eine festere Konsistenz und ja, mag ich ganz gerne. Muss ich aber, wie gesagt, noch weiter testen. Dann habe ich von Balea einmal aus dieser Papaya Love LE, die es gab vor ein paar Wochen, die intensive Pflege Fußbutter. Die riecht eben nach Papaya und die bin ich jetzt momentan gerade am benutzen. Die riecht sehr sommerlich, sehr fruchtig. Hier könnte ich eventuell den Deckel aufbekommen. Ja, hier kriege ich den Deckel auf. Der ist nämlich nicht ganz so fest drauf wie die anderen. Beziehungsweise wie der andere. Und das sieht so aus, wenn ich halt momentan verbraucht sich meiner Meinung nach tatsächlich relativ schnell, wenn man den jeden Tag benutzt. Oder wenn man die Fußbutter jeden Tag benutzt. Mag ich vom Duft her super, super gern. Also kann ich auf jeden Fall sehr weiterempfehlen. Aus derselben Reihe habe ich hier dann noch einen Fußpflegeschaum. Das ist halt eher dann so was Leichteres, wenn es richtig heiß ist. Luftig, leichte Pflege. Also bei uns heute an dem Tag, wo ich das Video drehe, heute ist der 15. Juli, ist es tatsächlich relativ nass und kalt. Deswegen, ja, habe ich den jetzt bisher noch nicht benutzt, aber werde ich auf jeden Fall bald mal machen. Dann von der Tagträumerei gibt es ja auch eine Fußcreme. Die musst du natürlich auch mit. Ich liebe ja den Duft von der Reihe. Ist mit verzauberndem Traumduft. Ist eine LE. Und das riecht, finde ich, nach Kirschen. Also sehr, sehr süß nach Kirschen. Es gab mal eine Reihe, die hieß Abendrot vom Balea. Das ist schon Jahre her. Und das riecht genauso. Und ich liebe diesen Duft. Deswegen musste auch die Fußcreme aus der Reihe mit. Und finde ich richtig toll. Dann gibt es ja eine neue Reihe von Balea. Die heißt Feel Well. Und die haben mir da ja den Duft umgestellt. Das war ja vorher mit Nana-Minztee-Duft und noch irgendwas. Und jetzt ist es mit Avocadoöl, wohltuende Pflege. Und den hatte ich, meine ich, mir selber gekauft, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Riecht auf jeden Fall auch ganz angenehm. Habe ich aber auch ebenfalls noch nicht getestet, weil ich eben so viel da habe und jetzt erstmal ein paar leer machen möchte, die ich schon länger da habe. Deswegen wird das erstmal noch im, ja, Backup bleiben. Und dann habe ich hier von Balea Med die Ultra Sensitive Fußcreme. Da bin ich sehr gespannt. Ich mochte die Handcreme von der Reihe super, super gern. Ist mit Linolsäure und für empfindliche und trockene Haut. Ja, die riecht einfach sehr mild, sensitive, also nicht groß, irgendwie parfümiert. Mag ich sehr gern. Und dann habe ich hier noch eine Fußcreme. Die habe ich mir vor nicht ganz so langer Zeit gekauft. Und zwar die Yves Rocher Fußcreme schnell einziehend mit Lavendel. Für trockene Füße, die hatte ich schon mal und ich mag die sehr gern vom Duft her. Ich bin nicht so der Lavendel-Fan, aber die Yves Rocher Fußpflegeprodukte, die riechen einfach sehr natürlich nach Lavendel und sehr angenehm. Deswegen habe ich die mir mitbestellt und mag ich ganz gerne. Und die gab es zusammen mit dem Fußpeeling im Set. Und zwar ist das das Peeling-Gel für die Füße mit Lavendel und Bimsstein. Das war früher eine kleinere Tube. Hier sind 75 Milliliter drin und das ist gut. Also ich hatte das früher relativ oft tatsächlich und habe das jetzt mal wieder einfach gekauft, weil ich Lust drauf hatte. Ich bin sehr gespannt, ob es mir immer noch gefallen wird. Denn normalerweise verwende ich ja von Balea dieses klassische Fußpeeling mit ja, Bimssteingranulat und Jojobaöl, weil das halt super gut funktioniert. Das ist ein Peeling auf Cremebasis, das peelt sehr, sehr schön, das
Macht die Haut aber nicht so trocken und mag ich auch sehr, sehr gerne. Momentan habe ich jetzt aber ein anderes Fußpeeling in Benutzung und zwar ebenfalls aus der Papaya Love LE. Das Fußpeeling für geschmeidig zarte Füße. Auch das ist auf so einer cremigen Basis. Auch das ist super pflegend und es ist super, ja, cremig einfach auch, wie gesagt, von der Konsistenz her und macht die Füße eben nicht so trocken. Und mag ich sehr, sehr gerne. Ja, verwende ich halt momentan. Ist mit Kokosschalen, Kokosöl, Shea Butter und Papaya-Extrakt und eben einem tropischen Papaya-Duft. Das mag ich sehr gerne. Ebenfalls aus der Papaya Love-Reihe habe ich hier einmal das Fuß- und Schuh-Deo. Ja, mit Papaya-Duft. Das mag ich sehr, sehr gern. Ich glaube nicht, dass ich noch, ja, die Chance habe, das irgendwo herzubekommen. Ich weiß, dass es, als ich vor ein paar Wochen, 4, 5, 6 Wochen, ich weiß nicht mehr genau, es war, im DM war, habe ich das noch gesehen, aber nicht mehr viel. Das heißt, ja, ich denke nicht, dass ich das nochmal bekommen werde, aber auch das ist halt momentan in Benutzung. Und dann habe ich hier noch ganz, ganz viele Fußmasken. Und die zeige ich euch jetzt auch mal ganz schnell. Und zwar zu einem von Balea. Die Fußmaske Papaya Love mit Kokosöl und Shea Butter eben auch zu der Reihe. Riecht eben nach Papaya. Und auch die habe ich noch nicht ausprobiert, kann ich noch nichts sagen. Aber man soll eben, ja, eine Kammer für beide Füße benutzen. Und die werde ich auf jeden Fall auch bald mal benutzen. Momentan mit einer Hand ist es halt so ein bisschen schwierig, dann die Creme aufzutragen und dann die Socken anzuziehen. Wenn man halt nur eine Hand frei hat, ist das so ein bisschen blöd. Aber spätestens, wenn jetzt meine Schiene dran ist, die ich hinbekommen habe. Also ich hatte eine Woche lang Gips. Jetzt habe ich so eine Schiene, die halt eben das Ganze stabilisiert. Das war eben ein glatter Bruch, deswegen reicht das jetzt vollkommen aus. Gerade auch wenn es so komisch schwül warm ist, ist es super angenehm, nur diese Schiene dran zu haben. Und nicht so ein dicker Gips. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn das Wetter wieder einigermaßen ist, werde ich diese Fuß- bzw. wenn meine Hand wieder gut ist, wenn ich beide Hände wieder zur Verfügung habe, werde ich die Fußmaske auf jeden Fall bald benutzen. Genau, so viel dazu. Dann habe ich hier von Fußwohl so ein 2-in-1 Produkt. Das habe ich jetzt bei den Fußmasken dazu gezählt, weil ich die Lotion hier wie eine Fußmaske eher benutzt habe. Und das ist jetzt hier das 2-in-1 Peeling und Pflege von Fußwohl. Das ist die Rossmann Eigenmarke. Ist eben mit einem Peeling und einer Lotion. Und das mochte ich sehr gern. Deswegen hatte ich mir das nachgekauft. Genau. Auch aus dieser Reihe mit dem Kokosduft gab es hier die pflegende Fußmaske in Socken mit Shea Butter und Kokosöl. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich mag solche Fußsockenmasken ganz gerne. Die wiederum kann man auch, denke ich, gut mit einer Hand benutzen, weil man hatte da dann keine Creme oder so in den Fingern. Deswegen denke ich, dass ich die ganz gut verwenden kann. Und dann habe ich auch von Fußwohl aus dem Standardsortiment hier diese neue Urea-Fußmaske in Socken mit 5% Urea-intensive Pflege für sehr trockene Haut mit Shea Butter, Avocado und Mandelöl. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus. Ist eben eine One-Size-Größe, also bis Größe 43 geht das. Und dann habe ich hier noch drei von Scholl. Habe ich mir bei Rossmann gekauft in so einem Set. Und zwar einmal die intensiv pflegende Fußmaske in Socken. Das ist die mit drei wertvollen Ölen. Ich glaube, die hatte ich auch schon mal. Fand die vom Duft her, meine ich, nicht ganz so gut. Aber die Pflege war halt top. Deswegen die beiden einmal. Und dann einmal auch aus derselben Reihe die Variante mit Aloe Vera. Genau, die habe ich eben auch einmal in diesem Set drin gehabt. Das waren eben drei Stück. Zweimal die mit Öl, einmal die mit Aloe Vera. Für mit den Rabatten, glaube ich, 8 Euro. Das Haul-Video dazu werdet ihr Anfang August noch sehen. Und ja, wollte ich einfach super, super gerne haben, dieses Set, weil ich denke, für 8 Euro mit den Rabatten, die es dann noch gab, kann man da wirklich nichts sagen. Genau, und das waren dann auch schon alle Fußpflegeprodukte, die ich da habe. Super, super viel. Aber ja, ich versuche jetzt einigermaßen die Sachen aufzubrauchen. Ich habe zu einem. Kommen wir jetzt eben mal zu den Zahlen. Fußcremes, Fußschäume und Fußbutter ist eben eine Kategorie. Hatte ich Ende 2020 zwei Stück und jetzt Juli 2021 habe ich sieben. Peelings hatte ich da zwei, jetzt habe ich drei. Fußbäder hatte ich drei, da habe ich jetzt null. Fußmasken habe ich null, da habe ich jetzt sieben. Fußdeos, beziehungsweise Fuß- und Schuhdeos hatte ich eins, da habe ich jetzt eins. Proben habe ich drei, beziehungsweise hatte ich drei, da habe ich jetzt null. Insgesamt hatte ich Ende 2020 11 Produkte da und jetzt habe ich 18 Produkte. Also habe ich hier ein Plus von 7. Ich glaube, das ist die erste Kategorie, wo ich tatsächlich ein Plus habe. Ich brauchte aber auch, wie gesagt, momentan viel auf und gerade die Fußmasken. Wie gesagt, da habe ich 7 Stück da. Die sind unter einmal dann leer. Also wenn ich dann eine benutze, ist die weg und dann wird es eben auch eine Zahl weniger. Da habe ich jetzt halt so viel da, weil es eben dieses Set da noch geworden ist bei Rossmann.
Genau, und das war's auch schon wieder. Schreibt mir super, super gerne mal in die Kommentare, was ihr so für die Füße benutzt. Also es gibt viele Leute, die verwenden ja keine Fußprodukte, die benutzen einfach normale Bodylotion oder Handcremes dafür, wo sie sowieso da haben. Ich persönlich finde halt, dass Fußcremes, gerade wenn man schon Probleme hat so mit so ein bisschen Verhornungen oder auch mit stark rissigen, trockenen Füßen, dass Fußcremes schon mehr machen wie normale Bodylotion, beziehungsweise je nachdem Fußcremes auch andere Inhaltsstoffe drin haben, weil die Haut an den Füßen ja schon relativ dick ist. Deswegen, ja, verwende ich super gerne Fußpflegeprodukte. Schreibt mir das aber gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch Fußpflegeprodukte benutzt oder ob ihr halt eher normale Bodylotion und so für eure Füße benutzt. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut und bis bald. Ciao!